Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Sit, Eat and Talk with Me Video für euch, weil ich über ein paar Themen unbedingt mal sprechen möchte und ich finde auch, dass, also mir hätte es damals geholfen, hätte ich jemanden gehabt, der darüber mal redet und der so, keine Ahnung, mal seine Erfahrungen damit teilt. Und ich möchte auch ein paar Sachen klarstellen und genau, euch einfach mal meine Erfahrungen bezüglich der Themen Gewicht, Zunahme und auch inwiefern Klinik und Zuhause Recovery sich gegenüberstehen. Also was ich eher empfehlen kann, was mir mehr geholfen hat und genau, einfach da mal so einen kleinen Vergleich machen. Ich habe hier eine riesige, Leute, guckt euch das an, eine riesige Nudelbowl mit einer so einer Art vegetarischen Bolognese mit Gemüse halt. Ihr habt ja gesehen, wie ich das gemacht habe, aber das ist einfach so eine große Schüssel, Leute. Ja, auf jeden Fall werde ich diese mega krasse große, aber richtig geil, ich habe schon probiert, das ist so lecker, Bowl jetzt essen, während ich mit euch über die Themen rede. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Nehmt euch übrigens auch irgendwas zu essen oder zu trinken mit vor die Kamera und genau, genießt zusammen mit mir euren Snack oder Dinner oder Lunch, was auch immer ihr esst. Mega lecker. Übrigens, Nudeln essen ist immer eine heikle Angelegenheit, also lacht mich bitte nicht aus. Niemand kann hübsch Nudeln essen. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr jemanden kennt, der hübsch Nudeln essen kann. Ich habe hier auch einen Zewa für den Fall der Fälle, falls mein Mund rot ist. Rot sein sollte, rot werden sollte, wie auch immer. Aber es ist super lecker. Genau, also das erste Thema, über das ich mit euch reden möchte, ist halt Gewicht, Zunahme und wie man mit dieser Zunahme auch klarkommt. Und hier setze ich jetzt schon mal einen Trigger oder ein Trigger Warning, weil ich halt weiß, ich wollte Fotos einblenden, ich werde auch jetzt gleich Fotos einblenden, weil mich auf Instagram immer wieder Kommentare erreichen, die heißen so, du nimmst doch überhaupt nicht zu oder du siehst ja immer noch aus wie vor, was weiß ich, du bist immer noch viel zu dünn, du nimmst überhaupt nicht zu, du recoverst gar nicht richtig. Und Leute, ich nehme zu. Und ich habe in den letzten 2 Jahren, wo ich wirklich Real Recovery gemacht habe, habe ich eine Menge zugenommen. Und ich zeige euch jetzt mal einen Vorher-Nachher-Vergleich von, das müsste Anfang 2017 gewesen sein. Genau, Anfang 2017 und halt jetzt. Oder vor 2 Monaten, oder wie ich jetzt halt im Moment aussehe. Und ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass ihr da keinen Unterschied seht und ich habe zugenommen. Ich weiß es, die Leute um mich herum wissen das, die sehen das und ihr dürft euch nicht von irgendwelchen Bildern oder so täuschen lassen. Bilder, da sind schon so viele Posts drüber gemacht worden, wie krass man auf Bildern auch, was die Perspektive da ausmacht, was der Winkel ausmacht. Und ja, auf dem letzten Bild, was ich gepostet habe, da sehe ich selber, dass ich da sehr relativ dünn aussehe oder aussehe, als hätte ich nicht viel zugenommen, keine Ahnung. Aber da denn wieder zu sagen, dass ich, oder was heißt wie, das war jetzt eine Person, die es da gesagt hat, aber es kommt halt sehr oft so, dass ich nicht zunehmen würde, bla bla bla, es stimmt nicht, ich nehme zu. Und ja, ich nehme sehr, sehr langsam zu, das stimmt. Ich habe in den letzten 2 Jahren, wo ich halt Real Recovery hier zu Hause gemacht habe, habe ich sehr langsam, aber stetig zugenommen. So, aber ich muss persönlich sagen, dass ich mit dieser Zunahme, wie ich sie jetzt gemacht habe zu Hause, am besten klargekommen bin. Und, ja, in Kliniken war es halt immer so, dass man schnell zugenommen hat. Aber hat sich da irgendwas im Kopf geändert? Also bei mir hat sich im Kopf in den Kliniken nichts geändert. Da ist der Kopf überhaupt nicht hinterhergekommen. Ja, ich habe zugenommen, ich war nachher im Normalgewicht, aber im Endeffekt im Kopf war ich noch lange nicht normal. Da war ich mindestens noch genauso krank, wie als ich noch ganz krass im Untergewicht war, als ich in die Klinik gekommen bin. Und da muss man halt immer gucken.
Bei mir hat es jetzt, war es jetzt, als ich zu Hause recovered habe, so, dass ich vor allem erstmal wollte, dass mein Kopf gesund wird. Dass ich eine gesunde Einstellung bezüglich der Recovery bekomme und auch wirklich von mir aus den Willen entwickelt habe, gesund zu werden zu wollen. So, und als ich das hatte, habe ich langsam angefangen, mehr zu essen, mich mehr zu challengen, und dadurch ist dann halt eine automatische Zunahme gekommen, so. Und das war nicht so, dass ich von außen von irgendeinem Arzt oder so gesagt bekommen habe, du musst das und das jetzt essen, weil du ganz, ganz schnell zunehmen musst, sondern ich habe es von mir aus gemacht. Ich wollte für mich kämpfen und gesund werden, und ich brauchte nicht diesen Druck von außen sozusagen, weil das hat mir nie geholfen, dieser Druck von außen. Es bringt nichts, wenn ihr Recovery für irgendjemanden anders macht. Ihr müsst für euch selber und für euer Leben recovern, und dann könnt ihr erst sagen, dass ihr wirklich recovered und auch wirklich nachhaltig recovered, sodass ihr nicht, wenn ihr entlassen seid oder nach ein paar Monaten auf einmal wieder rückfällig werdet und wieder alles abnehmt, so. Ich war so oft in Kliniken, so oft. Und immer war es so, dass von außen gesagt wurde, ja, hier kriegst du jetzt eine Steigerung, weil du nicht genug zugenommen hast. Und hier musst du jetzt da und da das und das mehr essen. Aber es war doch nicht alles, es war doch nicht von mir aus. Es war nicht meine Entscheidung. Und von außen kam immer der Druck. So, ich habe damals für die Leute in der Klinik recovered. Für meine Eltern vielleicht recovered. Also was heißt recovered, aber zugenommen. Ich sag mal zugenommen. Aber für mich habe ich nicht zugenommen. Und immer wenn ich entlassen wurde, bin ich rückfällig geworden. Weil ich einfach nicht für mein Leben gekämpft habe, sondern für andere Leute. Und solange ihr für andere Leute kämpft, bringt euch das nicht so. Oder was heißt kämpft? Wenn ihr zunehmt für andere Leute, bringt es euch nichts. Ihr müsst für euch zunehmen und für euer Leben. Und ihr müsst sagen, die Zunahme ermöglicht mir ein Leben. Ein Leben in Freiheit, ein Leben mit Freunden, mit Familie, Spontanität und einfach all das, was man im Leben halt erleben möchte. Ich vergleiche das Leben immer mit so einem Buch. Und mit diesen verschiedenen Kapiteln, die man halt im Buch hat. Und jedes Kapitel, man möchte doch irgendwann auf dieses Buch des Lebens zurückgucken und die Kapitel lesen und sagen, oh ja, da bin ich stolz drauf. Und mit einem Lächeln auf euer Leben gucken, auf diese Kapitel. Und nicht mit einem, oh, da habe ich mein Leben komplett verschwendet, das war voll umsonst. Ihr wollt doch nachher zufrieden mit eurem Leben sein. Und das könnt ihr nur, indem ihr für euer Leben kämpft und nicht für irgendjemand anders. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal diesen Quervergleich von Recovern zu Hause und halt in der Klinik sein und Recovern. Und da kann ich aus meinen persönlichen Erfahrungen sprechen, dass mir das zu Hause jetzt, wo ich wirklich für mich entschieden habe, ich möchte für mein Leben kämpfen, dass mir das, also jetzt, auch wenn es lange gedauert hat, es dauert lange, Recovery dauert lange, aber ich meine, man hat diese Krankheit ja auch schon lange und dann kann man nicht sagen, dass man innerhalb von 6 Monaten, wie man halt in Kliniken war ich zum Beispiel immer, gesund wird, so. Sondern das ist halt, das dauert halt lange und jeder geht seinen anderen Weg und jeder braucht unterschiedlich lange. Vielleicht brauchen die anderen nicht so lange wie die anderen, aber jeder Mensch ist doch auch unterschiedlich und jeder hat ja auch andere Beweggründe, warum er diese Krankheit hat. Da kann man nicht irgendwie vereinheitlichen, du musst jetzt so und so viel Kalorien essen und du musst jetzt bis zu dem und dem BMI zunehmen, dann bist du nämlich gesund. So, das geht nicht. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Körperbau, jeder Mensch hat ein unterschiedliches Setpoint sozusagen, Gewicht. Und da kann man nicht sagen, BMI, das und das ist gesund, ist, da kannst du entlassen werden, da kann man dich guten Gewissens in die Freiheit lassen. Denn wie gesagt, wenn der Kopf nicht hinterherkommt, bringt es dir nichts, bei dem und dem Gewicht zu sein. Und bei mir war es jetzt, wie gesagt, zu Hause so, dass ich erstmal im Kopf gesund, oder was heißt gesund? Ich muss schon sagen, dass ich eine relativ gesunde Einstellung habe. So. Und ich meine, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich noch niemals war. Ich bin so frei wie noch nie. Ich bin so glücklich wie noch nie. Aber ich wiege mich ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich wiege mich auch nicht. Weil das Gewicht spielt, natürlich spielt es eine Rolle. Aber wie gesagt, diese Zahl, die ich da mal gesehen habe, die hat mich nur getriggert. Ich habe nur für diese Zahl irgendwie gelebt. Weil ich ganz, ganz viel zugenommen habe, war ich den ganzen Tag schlecht drauf und habe vielleicht auch weniger gegessen. Und solange man, oder wenn man diese Zahl nicht mehr hat, dann denkt man gar nicht mehr daran, oh, ich mache jetzt meine Recovery von dem und der Zahl abhängig, sondern ihr recovert für euer Leben und für eure Freiheit. Und dann ist es egal, ob ihr vielleicht noch so und so viel Kilo zuzunehmen habt und danach dann sagt, nee, wenn ich jetzt das Gewicht habe, dann recover ich nicht mehr. Das Gewicht spielt keine Rolle. Ihr müsst im Kopf gesund sein. Und wenn ihr im Kopf gesund seid, dann wird euer Körper automatisch komplett gesund und dann seid ihr auch frei. Und dann
denkt ja auch gar nicht mehr darüber nach, oh, wie geht das jetzt mit Recovern, wie viel darf ich essen und so. Irgendwann spielt es keine Rolle mehr, wenn ihr wirklich komplett gesund seid. Und da kann ich jetzt für mich sagen, dass, wie gesagt, als ich jetzt zu Hause vor 2 Jahren entschieden habe, ich möchte wirklich recovern für mich, für mein Leben, für meine Freiheit, dass dieser Weg, den ich jetzt in den 2 Jahren gegangen bin, der nachhaltigste war, der beste, den ich bisher in meiner Recovery gegangen bin, in meiner gesamten Krankheitsphase, besser als jeder Klinikaufenthalt. Ich kann natürlich sagen, damals, als ich das erste Mal zum Beispiel in die Klinik gekommen bin, da kann ich euch auch nochmal ein Bild einblenden, da habe ich im Kopf aber auch noch nicht gecheckt, dass ich krank bin und dass ich kämpfen muss. Da war das lebensnotwendig, dass ich in die Klinik gekommen bin. Da hatte ich auch eine Sonde und alles. Also da habe ich es einfach im Kopf auch noch nicht eingesehen. Aber wenn ihr vom Kopf her sagen könnt, ihr wollt gesund werden und ihr seht ein, dass ihr krank seid und ihr wollt was dagegen tun, dann finde ich, dass ihr das auch zu Hause schaffen könnt. Und wie gesagt, für mich war jetzt zu Hause der Weg der beste, den ich bisher gegangen bin. Ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte ohne die Male vorher in den Kliniken. Weil mir das ja auch so eine bestimmte Erfahrungen in meiner Recovery gegeben hat bezüglich Essenspläne und Trigger und allem drum und dran, auch Bewegung und so. Natürlich hat mir das extrem geholfen, aber wie gesagt, Recovery müsst ihr von euch wollen und nicht irgendwie von außen oder so. Ist nicht für irgendjemand anders machen, sondern für euch und für euer Leben. Und wenn ihr das entschieden habt, dann geht ihr auch eine richtige Recovery. Egal wie lange es dauert, egal was für Schritte ihr macht, wie klein die sind. Jeder Schritt in die richtige Richtung mit der richtigen Einstellung im Kopf ist ein Weg in Richtung Freiheit und Gesundheit. Und das ist was zählt. So, und jetzt nochmal bezüglich Body Image und wie ich jetzt mit dieser Zunahme, die ich euch jetzt ja auch bewiesen habe, obwohl ich euch nichts beweisen muss, aber ich wollte euch wirklich zeigen, dass ich wirklich Progress gemacht habe und dass ich zugenommen habe und auch immer noch zunehmen werde. So, für mich, das ist allgemein ein Thema, über das ich nicht gerne rede, weil es für mich auch sehr, sehr schwer immer noch ist. Es ist sehr schwer für mich, das zu akzeptieren, wie ich jetzt aussehe. Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt so langsam gekommen ist, konnte ich mich halt auch besser an meinen Körper gewöhnen, wie er sich halt verändert hat. Und es war nicht so, dass ich innerhalb von 2 Monaten auf einmal von so zu so war und dann einfach überhaupt nicht mit dem Kopf hinterhergekommen bin, mit meinem Körper sozusagen. Sondern dadurch, dass es jetzt so langsam gekommen ist, habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen, sage ich jetzt mal, so aktiv. Und dadurch, dass ich mich auch nicht gewogen habe. Und dadurch habe ich einfach ein viel besseres Körpergefühl einfach auch entwickelt. So. Und konnte mich halt besser an meinen Körper gewöhnen und schneller. Und trotzdem liebe ich meinen Körper nicht, wie er jetzt aussieht. Und wenn ich Fotos jetzt sehe von damals, dann denke ich mir auch so, ja, damals warst du wirklich dünn und keine Ahnung. Natürlich hat man immer noch diese Gedanken. Ich meine, das Bad Body Image ist das, was als erstes schlecht wird und für mich auch das, was als letztes, glaube ich, wieder gut wird. So. Aber ihr müsst euch nicht darauf konzentrieren, wie euer Körper aussieht, sondern gerade, wenn ihr schon viel euch gechallenged habt und auch schon große Fortschritte bezüglich eurer Freiheit und dieses Out of your Comfort Zone und so gemacht habt und einfach wieder Teil am Leben haben könnt, dann müsst ihr euch immer vor Augen halten, ihr müsst nicht euren Körper so lieben, wie er aussieht, aber ihr müsst das lieben, was ihr mit diesem Körper machen könnt. Ihr könnt wieder leben, ihr könnt Spaß haben, frei sein, ihr könnt in Urlaub fahren, ihr könnt Sport machen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall müsst ihr all das lieben, was ihr mit eurem Körper machen könnt. Und wie gesagt, nicht auf das Äußere gucken. Ihr liebt euren Körper nicht für das, wie er aussieht. Erstmal vielleicht kommt dieser Punkt ja irgendwann. Aber erstmal, wenn es für euch noch schwer ist, sagt ihr, okay, ich muss meinen Körper nicht lieben, wie er aussieht. Aber ich liebe das, was ich damit machen kann. Und dafür lieben euch auch eure Mitmenschen sozusagen. Die achten nicht darauf, oh, wie dünn ist sie oder wie dick ist sie, so bla bla bla, sondern die mögen dich, oder sie mögen euch für das, wer ihr seid und was sie mit euch machen können und nicht für das, wie ihr aussieht oder so. Und das müsst ihr euch immer rational vor Augen halten am Bad Body Image Day. Haltet euch vor Augen, was ihr alles machen könnt, was ihr schon alles erreicht habt und dankt eurem Körper dafür, dass er das alles mit euch macht und dass er für euch da ist, um diese ganzen tollen Sachen zu erleben. Genau, das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Und das hilft mir auch im Moment extrem, um damit klarzukommen. Also vielleicht kommt irgendwann der Punkt, an dem ich sage, ich mag meinen Körper auch, wie er aussieht. Und das kommt bestimmt auch irgendwann. Und da darf man auch die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Natürlich, 2 Jahre, das ist jetzt eine lange Zeit gewesen. Und ich liebe meinen Körper immer noch nicht, wie er aussieht. Aber wenn ich auf das raufgucke, auf das, was ich schon alles geschafft habe, im Vergleich vor 2 Jahren und jetzt, bin ich einfach so viel weiter und auch so, so stolz auf das, was ich erreicht habe. Und da ist es mir egal, wie ich aussehe, wie viel ich wiege. Ich, wie gesagt, ich weiß auch mein Gewicht nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Sondern ich bin stolz auf, ich liebe das, was ich mit meinem Körper machen kann. Ich liebe das, was ich mit Freunden machen kann. Wie viele Freunde ich jetzt auf einmal habe. Und, also was heißt wie viele, aber
Einfach, dass ich wieder Teil am Leben haben kann mit Menschen und auch mehr ich Chiara wieder geworden bin. Ich glaube, ich liebe das, was ich geworden bin. So. Vielleicht nicht das, wie ich aussehe, aber wer ich geworden bin. Und das müsst ihr euch auch vor Augen halten. Seid glücklich mit den Menschen, der ihr seid und der ihr noch werdet durch die Recovery. Und genau, liebt das, was ihr mit eurem Körper machen könnt. So, ich hoffe, ich konnte mit diesem ein bisschen random Video euch ein paar ja, Tipps geben, euch das einfach mal vor Augen führen, dass sich Recovery lohnt. Und egal wie schwer es ist, egal wie lange es dauert, es lohnt sich und ihr kommt irgendwann an euer Ziel. Das Ziel kommt, egal wie lange es dauert, es kommt und haltet euch immer den Satz vor Augen, ihr müsst euren Körper nicht für das lieben, wie er aussieht, sondern für das, was ihr damit machen könnt. Genau, das ist so mein Spruch des Abends jetzt. Ich werde das jetzt noch aufessen, meine riesige Schüssel Nudeln. Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Aber wie gesagt, werde das jetzt weiter essen. Und ja, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und genau, seid stark, kämpft weiter, challenged euch, stepped out of your comfort zone und genau. Genau, und haltet euch immer eure Ziele vor Augen. Werdet immer mehr ihr selbst. Ich werde immer mehr Chiara, ihr werdet immer mehr ihr. Und genau, das ist das, worauf wir stolz sein können, wofür wir kämpfen. Also Leute, bis zum nächsten Video und tschüss Leute! Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I'm on the path when you're alone. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I'm on the path.